Rinderfilet, 450 Gramm. Ja, was magst du da? Geh mal du rein, komm. Ja, das ist was Feins, ich weiß schon, Carpaccio. Rinderfilet, 450 Gramm. Und hier habe ich 8 Scheiben Bacon. Den brauche ich für die Süßkartoffeln. Ich schäle die Süßkartoffeln, das sind 4 Stück. Ich viertel die gelbe Chili, lege auf jeder Süßkartoffel ein Viertel Chili, wickel 2 Scheiben Bacon außenrum, die Süßkartoffel mit Chili. Scharf, süß und der salzig geräucherte Bacon, ein Traum. Aber weil der Traum weitergehen soll, gibt es dazu noch grünen Spargel. Da habe ich 12 Stück Biospargel, grüner Biospargel. Und das Filet, ja, was soll ich sagen? 450 Gramm. Das schneide ich jetzt in der Mitte durch, denn es ist halt für 2 Personen. Ja, jeder kriegt ein schönes, saftiges Filetsteak. So schaut es dann aus. Wunderbar. Schön dick. Ja, richtig schön dick. Oh, herrlich. Jetzt tue ich dann die Süßkartoffeln vorbereiten, die muss ich noch schälen. Dann die Chili, ja, wie schon gesagt, einwickeln. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also ich denke, das wird verdammt lecker. Und ich sage Hallo bei Holgers Grill. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. So, das habe ich jetzt noch ein wenig entfernt vom Filet. Ja, jetzt ist es nur noch ein bisschen ganz leicht mit Fett. So soll es schon bleiben. Das ist perfekt, arm und frei. Auf geht's mit den Kartoffeln. Ne? Ja, Kartoffeln schälen ist natürlich keine große Kunst. Ja, da nimmt man ein wenig an Schäle. Es geht dann rucki-zucki. Und alles ist gut. So. Okay, dann sind wir jetzt bei den geviertelten Chili. Da nehme ich jetzt die Süßkartoffel. Leg eine Chili, ja, da oben drauf. Seht ihr das? Und wickel hier jetzt 2 Scheiben Bacon außenrum. So, eins. Und zwei. So. Und so kommt es bei indirekter Hitze dann zusammen mit dem Spargel auf den Grill. Und das mache ich jetzt mit alle 4. Und wie schon gesagt, die Süßkartoffeln allein, die sind schon ein Traum. Dazu noch der Biospargel, der grüne Biospargel. Ja. Und dann haben wir hier ja die 2 super Filets. Ja, ich freue mich drauf. Ich mache jetzt Feuer und dann geht's ans Grillen. Ich habe jetzt hier eine indirekte Zone eingerichtet bei 200 Grad. Ja. Wir legen jetzt das erste Mal die Chili-Süßkartoffeln drauf im Bacon-Mantel. Die legen wir da oben hin und 2 da unten. Die Spargel lege ich dann später hier in die Mitte bei der indirekten Hitze. Und ja, die Steaks braten wir dann über direkte Hitze, aber jetzt lassen wir schon mal die Süßkartoffeln so für ca. 20 Minuten ganz alleine hier drauf. Ja, die werden ja vor die Chili bewacht und vom Bacon. Und dann kommen die Spargel dazu und später die Steaks. Der grüne Bio-Spargel, der leistet jetzt gleich Gesellschaft bei meinen, ja, Chili-Bacon-Süßkartoffeln. So, das heißt, die Süßkartoffeln, die legen wir jetzt hier in die Mitte. Die werden schon langsam weich, ja. Und den Spargel lege ich jetzt 6 Stück auf jede Seite. So. Und tun wir jetzt schön langsam
bei indirekter Hitze garen, ja, zusammen mit den Kartoffeln. Und wenn die dann schön weich sind, bei den Kartoffeln kann man immer so einen Gabeltest machen und bei den Spargeln dann machen wir natürlich den Kautest, den Esstest. Dann grillen wir dann ganz kurz die Filetsteaks auf der direkten Hitze an. So. Die Süßkartoffeln sind gleich fertig und ja, die Spargel stehen kurz vor der Probe. Jetzt tun wir unser Filet, ja, wirklich nur ganz bisschen salzen und ein bisschen Pfeffer. Das war schon, reicht. Auf jeden Fall. So, ich habe gedacht, wir schauen jetzt mal noch, was die Beilage macht. Ja? Die Kartoffeln sind jetzt gut 40 Minuten auf dem Grill, die Spargel ca. Ja, 20. Alles indirekt, die Spargel. Unten drunter sitzt mein Hund. Ja, Spargel magst du nicht. Die sind echt gut. Bissfest, weich. Und geil. So. Schneiden wir mal da. Ja, da ist Süßkartoffel auf. Da haben wir, so schaut es die von innen aus. Ja. Ja. Gut. Ja, ein bisschen Bacon. Ein bisschen Bacon noch oben drauf. Oh. Oh, der Bacon. Ja, scheiße, den frisst der Hund. Ist das nicht so heiß für dich? Naja, okay. Oh. Hey. Oh. Das habe ich für mich. Das war doch viel zu scharf, oder? Alter, das pfeift nein. Na, dann kannst du nachts ein wenig Wasser saufen, okay. So, okay. Die Kartoffeln sind fertig, die Spargel sind fertig. Jetzt holen wir uns das Filet und legen das kurz auf den Grill. Das braucht eine Rucki-Zucki von jeder Seite ungefähr eine Minute und das war's. Länger dauert es nicht. Deswegen konnte ich das jetzt in aller Ruhe durchgaren, denn das Fleisch, ja, das braucht wirklich nur 2 Minuten, vielleicht 3. Alles klar, hauen wir das Fleisch. So, da ist das Fleisch, ja, direkte Hitze, einmal hier und einmal da. Und fertig ist die Geschichte. Machen wir schnell den Deckel zu und lassen das brutzeln. Schauen wir mal noch, was das Fleisch macht. Also, ich schätze, eine Minute ist rum. Wow. So, dann drehen wir das einmal rum. Und machen den Deckel natürlich gleich wieder zu. Wir holen uns jetzt da mal eine Fleischrunde zum Probieren. Ja, das andere, das legen wir in der Zeit in die indirekte Hitze. Ja, indirekte Zone. So, runter. Und das Stückel legen wir uns hier drauf. Jetzt schauen wir mal, was ich da gegrillt habe. Ja. So, wir schneiden das jetzt einmal auf. Wow. Wow. Geil. Dann schneiden wir mal was runter. Schatze. Oh. Filet.
Das ist wie Carpaccio. Das muss man nur ein bisschen angrillen. Und fertig ist die Sache. Es ist zartes Fleisch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grillen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und ja, ihr wisst ja, man lebt nur einmal, genießt das Leben. Tschüss, Servus, euer Holger.